Hallo, hallo. Dies ist ein IGTV-Video und ich zeige euch mal, wie ich einen Podcast aufnehme. Und zwar habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Heute geht es um den Pflegetag, den 12. Mai. Am Mittwoch gibt es ja unheimlich viele Aktionen in Deutschland und ich möchte gern aufmerksam machen. Und meine heutige Podcast-Episode geht genau darum, um Pflege, um den Pflegetag, um Aufmerksamkeit. Und dann spreche ich immer hier in das Mikro und drück auf Aufnahme und dann geht's auch schon los. Hallo, hallo zu einer neuen Episode von Sozialberufen. Heute sprechen wir über den Internationalen Tag der Pflege. Es ist der 12. Mai. Der 12. Mai, wieso ist es der 12. Mai? Weiß das einer? Und zwar gab es, ich glaube, 1957 die ersten Bestrebungen, einen Pflegetag zu initiieren. Aber es wurde erst 1974 ein offizieller Nurse Day erkoren, und zwar am 12. Mai, am Geburtstag von Florence Nightingale. Florence Nightingale gilt ja als die Begründerin der westlichen Pflege, der professionalisierten Pflege. Und deswegen ist es der 12. Mai, für die, die es vielleicht noch nicht wussten. So, und was können wir in pflegenden Berufen, in helfenden Berufen, in sozialen Berufen an diesem Tag, in diesem Wahljahr 2021 tun? Wir können trotz Corona sichtbar werden. Wir können das online tun, indem wir die Hashtags benutzen, zum Beispiel von Pflegerebellion, wenn dann jetzt, gib uns 5. Tag der Pflege, Nurse Day, genau. Alles Hashtags, die wir hier auf Instagram, auf Facebook und vielleicht auch auf den anderen Social Media Kanälen nutzen können. Da sind euch vielleicht auch schon andere begegnet. Dann nutzt sie und zeigt euch, macht aufmerksam. Umso mehr Menschen wie möglich wir erreichen, umso besser. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Anfang des Jahres, Januar, Februar, da gab es ja die große Pflegepetition. Und es gab so einen Hype, jedenfalls gefühlt in meiner Welt, da ich auf Instagram sehr aktiv bin, hatte ich das Gefühl, jeder weiß Bescheid. Und so 10 Tage bevor die Abgabe war, ist mir aufgefallen, dass es offline überhaupt gar kein Thema ist. Dann habe ich angefangen, diese Unterschriftenlisten auszudrucken und sie dort zu verteilen, wo ich war. Also in der Klinik, in meinem privaten Rahmen, in meinem Umfeld, in dem Wohnheim, in dem ich ja auch manchmal noch tätig bin, überall. Und die Pflegerinnen und Pfleger, die Schwestern und Krankenpflegerinnen waren total dankbar einerseits, dass ich davon berichte, aber auch zwiegespalten. Das kennt ihr ja noch, die Diskussion, ob das überhaupt was bringt. Und wie wir gesehen haben, ist die Petition ja dafür, dass Deutschland über 8 Millionen Einwohner hat, jetzt nicht so sonderlich doll unterschrieben worden. Dennoch kam es zu genügend Unterschriften, über 250.000, glaube ich, und die sind eingereicht worden. Und die Punkte der Pflegepetition für eine Pflege in Würde sind ja vorgetragen worden vor einem Ausschuss und die Punkte sind als nicht sehr relevant nicht weiter verfolgt worden. Das war ein herber Rückschlag. Dann gab es in diesem Jahr einiges an Aktionen, online wie offline. Die wahrscheinlich medienwirksamste Aktion für die Pflege war das, was Joko und Klaas veranstaltet haben auf ProSieben im Rahmen ihrer Aktion Joko und Klaas gegen ProSieben. Haben sie ja Sendezeit erspielt. Das ist da so ein Format auf ProSieben. Und es kam zu einer ziemlich überraschenden Sendung, die, ohne dass es vorher sehr viele wussten, über 7 Stunden den Alltag, also praktisch eine ganze Schicht einer Pflegefachkraft gezeigt haben, wo ziemlich viele Einspieler dabei waren von anderen Pflegefachkräften mit Forderungen, mit Zusammenfassungen, mit Informationen, mit Gesichtern, auch aus dem Online-Bereich von Leuten, die ihr wahrscheinlich auch kennt. So, und jetzt ist der 12. Mai, der Internationale Tag der Pflege im Wahljahr 2021. Was können wir tun? Wir können uns online verbinden, was wir ja hier sowieso miteinander machen. Und wir können auch offline etwas tun. Und zwar gibt es einige Aktionen, vielleicht hast du davon schon gehört in deiner Stadt. Wenn nicht, such doch einfach mal aktiv danach. Wir haben Sommer, die Inzidenzen gehen runter. Viele von uns, die in den Pflegebereichen arbeiten, sind auch schon geimpft. Wir halten eh Abstand, wir sind vorsichtig und es gibt auch Offline-Aktionen. Es gibt Sichtbarkeitsmöglichkeiten,
Möglichkeiten, kleine Demonstrationen, die angemeldet sind in größeren Städten. Es gibt etwas von Wenn dann jetzt, das ist eine Pflegerebellion, eine dreiteilige. Jetzt im Moment ist es die Pflegerebellion, dann kommen noch zwei Stufen danach im Laufe des Jahres bis zu den Wahlen von Wenn dann jetzt. Das ist Initiatoren sind in Berlin und da wird es eine Kundgebung geben und zwar das Sleep-In. Das gibt es nicht nur in Berlin, das gibt es auch in Hamburg, in Wiesbaden, das gibt es in Thüringen, also in Weimar, in Sachsen, in Dresden und in Nordrhein-Westfalen, in Löhne und in Hamburg, wenn ich das nicht schon gesagt habe. Genau, und diese Sleep-In-Veranstaltung, da geht es darum, dass Menschen dahin kommen, Pflegefachkräfte, Fachkräfte oder Unterstützer und sich symbolisch hinlegen, um den Erschöpfungszustand der Pflegefachkräfte zu verdeutlichen. Und in Berlin ist das am Platz der Republik um 11.30 Uhr. In den anderen Städten weiß ich es jetzt nicht. Das könnt ihr aber hier in den Hashtags nachschauen. Ich werde das alles hier unten verlinken. Dann gibt es eine Aktion, die schon sehr lange läuft. Gib uns 5. Das ist auch eine richtig große Sache. Die machen jeden Mittwoch um 16 Uhr in Berlin vom Gesundheitsministerium, glaube ich, eine Veranstaltung. Immer live, jede Woche um 16 Uhr. Das kann man live hier verfolgen. Man kann aber auch dahin fahren. Und sie stehen für 5 Forderungen, die die Pflege einfach, also die Pflegende einfach fordern. Und ihre 5 Forderungen sind einerseits die gesetzliche Personalbemessung zu standardisieren, da Bemessungsinstrumente zu installieren, die für alle pflegerischen Settings, also die individuell dazu passend sind. Zweitens, sie plädieren für eine gute Ausbildung. Ja, also im Rahmen der Generalistik ist ja noch viel, was jetzt sich neu finden darf mit Ausbildungsstellen, mit schulischer Ausbildung, mit praktischen, mit Studiengängen. Also gute Ausbildung fordern sie. Gib uns 5 fordert drittens Fort- und Weiterbildung, also gesetzlich verankert in den Arbeitszeiten und finanziert. Also gerade im Rahmen des demografischen Wandels sind Spezialisierungen in verschiedenen, auch altersspezifischen Themen unheimlich wichtig. Dann ist die 4. Forderung gerechte Finanzierung statt Gewinnmaximierung. Das ist ja was ihr hier seit einem Jahr ungefähr oder schon viel, viel länger sowieso immer kommuniziert, dass es nicht mehr darum gehen kann, im Gesundheitswesen Gewinne zu maximieren und Privatisierung voranzutreiben, sondern dass Pflege ein gesellschaftliches Gut ist, das wir alle miteinander tragen. Es gibt so viele Menschen, die hier auch ihre Stimme erheben und sagen, Pflege geht uns alle an. Die kommen alle irgendwann mit Pflege in Berührung, ob als Patient, als Angehörige, als Besucher, als Betroffene, als Berufstätige. Pflege ist ein Gesellschaftsthema und es sollte weg von Gewinnen organisiert sein. Und die 5. Forderung von Gib uns 5 ist die politische Mitbestimmung. Und darüber wird ja in den sozialen Netzwerken und auch überall anders ganz schön diskutiert. Es geht um Pflegekammern, es geht um Berufsverbände, um die Selbstverwaltung, um Gewerkschaften, um Fachexpertise. Also es gibt 5 Dinge, die Gib uns 5 fordern, die alle wahnsinnig wichtig sind, um so eine Profession einfach auch nach außen hin deutlich sichtbar zu machen und nach innen hin zu professionalisieren. Genau. Jetzt ist die große Frage, was wirst du tun? Der 12. Mai ist am Mittwoch. Der Podcast kommt am Dienstag raus. Du hast also noch einen ganzen Tag zu überlegen, wo du hingehst, ob du dich online engagierst. Wir können das jeden Tag. Natürlich können wir uns jeden Tag zeigen. Im Rahmen der Jungpflege gibt es auch ein Online-Event am 14. und 15. Mai. Da wirst du mich jetzt auch finden. Trag dich da ein, die junge Pflege, D-Vent heißt das, schau bei der Pflegerebellion vorbei oder bei Gib uns 5. Es gibt eine Möglichkeit, deine Stimme zu nutzen, online wie offline. Und das ist mein großes Anliegen in dieser Pflegewoche, so habe ich sie einfach genannt. Also zeig dich, erheb deine Stimme, mach irgendwo mit, wo es wirklich wirksam wird, Aufmerksamkeit zu erwirken. Genau. Dann danke ich dir fürs Dabeisein. Ich habe auch einen Blogartikel zu Sag Nein zum Flexit, warum der Flexit nicht wirklich flächendeckend passieren darf, habe ich einen Blogartikel geschrieben. Den findest du bei mir bei www.doreen-falkenthal.de unter Blog. Also, tu was,
Zeig dich, erheb deine Stimme, linke, verlinke, teile wie verrückt. Ich wünsche dir eine schöne Pflegewoche.